Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 157. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir mit allen Angelegenheiten unseres Lebens, auch mit Beziehungsproblemen und Eheproblemen, mit allem, was in unserem Leben auftauchen kann, zu dir kommen können und dass du für Klarheit und Wahrheit und auch Vergebung sorgen möchtest. Herr, wir möchten dich bitten, dass du auch heute durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 4. Mose 5 bei dem sogenannten Gesetz für das Eifersuchtsopfer. In Vers 29 heißt es, das ist das Gesetz der Eifersucht. Wenn eine Frau, obwohl sie ihrem Mann angehört, neben ihrem Mann ausschweift und sich verunreinigt, oder wenn der Geist der Eifersucht über einen Mann kommt, dass er auf seine Frau eifersüchtig wird, so soll er die Frau vor den Herrn stellen, damit der Priester mit ihr genau nach diesem Gesetz verfährt. Dann ist der Mann frei von Schuld, jene Frau aber hat ihre Schuld zu tragen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, wenn ein Mann oder eine Frau sich weiht, indem er das Gelübde eines Nazireas gelobt, um als Nazireer für den Herrn zu leben. So soll er sich von Wein und starkem Getränk enthalten. Essig von Wein und Essig von starkem Getränk soll er nicht trinken. Er soll auch keinen Traubensaft trinken und darf weder frische noch getrocknete Trauben essen. Nazireer waren besonders Gott hingegebene, geweihte Menschen, die für einen bestimmten Zeitraum sich in einer besonderen Weise Gott geweiht haben. Wir kennen sowohl im Alten als auch zu Beginn des Neuen Testamentes Menschen, die so einen Nazireer-Gelübde auf sich genommen hatten oder auch ein ganzes Leben lang unter so einem Gelübde standen. Wir können selbst einmal in der Bibel nach solchen Menschen suchen, die solche Auflagen in ihrem Leben hier gehabt haben. Solange seine Weihe währt, soll er nichts essen, was vom Weinstock gewonnen wird, weder Kern noch Haut. Solange das Gelübde seiner Weihe währt, soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Bis die Zeit, die er dem Herrn geweiht war, erfüllt ist, soll er heilig sein. Er soll das Haar auf seinem Haupt frei wachsen lassen. Nun, das ist interessant. Wir lesen in 1. Korinther 11, dort in Vers 14, dass eigentlich auch damals im jüdischen Denken langes Haar eine Unehre war, sozusagen schändlich. Die besondere Hingabe an Gott sollte allerdings hier, sollte ausgedrückt werden mit etwas, das eigentlich an Schande und Unehre erinnert. Und damit war schon angedeutet, dass der Weg, den Jesus in der Erlösung für uns gehen würde, ein Weg sein würde, der nicht frei sein würde von Schande und Schmach. Während der ganzen Zeit, für die er sich dem Herrn geweiht hat, soll er zu keinem Toten gehen. Er soll sich auch nicht verunreinigen an seinem Vater, an seiner Mutter, an seinem Bruder oder seiner Schwester, wenn sie sterben, denn die Weihe seines Gottes ist auf seinem Haupt. Während der ganzen Zeit seiner Weihe soll er dem Herrn heilig sein. Und wenn wirklich jemand bei ihm unversehens und plötzlich stirbt und sein geweihtes Haupt verunreinigt, so soll er sein Haupt scheren am Tag seiner Reinigung. Am siebten Tag soll er es scheren. Und am achten Tag soll er zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben zu dem Priester an den Eingang der Stiftshütte bringen. Und der Priester soll die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer opfern und Sühnung für ihn erwirken, weil er sich durch eine Leiche versündigt hat. Und er soll so sein Haupt an demselben Tag heiligen. Und er soll dem Herrn erneut die Tage seines Gelübdes weihen und ein einjähriges Lamm als Schuldopfer darbringen. Aber die früheren Tage sind verfallen, weil seine Weihe verunreinigt worden ist. Man kann Gott ein Gelübde nur ganz erfüllen. Nicht teilweise, nicht zur Hälfte, nicht ein Drittel, nicht vier Fünftel. Ein Gelübde, das nur teilweise erfüllt ist, zählt nicht. Nur ein vollständig erfülltes Gelübde wird von Gott anerkannt. Und das ist das Gesetz des Nazireas. Wenn die Zeit seiner Weihe erfüllt ist, soll man ihn an den Eingang der Stiftshütte führen. Und er soll dem Herrn seine Opfergabe darbringen, ein einjähriges, makelloses Lamm, als Brandopfer und ein einjähriges, makelloses, weibliches Lamm als Sündopfer und einen makellosen Widder als Friedensopfer. Und einen Korb mit ungesäuertem Kuchen aus Feinmehl, mit Öl gemengt und ungesäuerte Fladen mit Öl gesalbt, samt dem dazugehörenden Speisopfer und den dazugehörenden Trankopfern.
Und der Priester soll es vor dem Herrn darbringen und soll sein Sündopfer und sein Brandopfer opfern. Er soll dem Herrn den Widder als Friedensopfer opfern, samt dem Korb mit dem Ungesäuerten. Auch soll der Priester das dazugehörige Speisopfer und das dazugehörige Trankopfer opfern. Der Nazirer aber soll sein geweihtes Haupt scheren vor dem Eingang der Stiftshütte, und er soll sein geweihtes Haupthaar nehmen und es auf das Feuer legen, das unter dem Friedensfeuer ist. Und der Priester soll von dem Widder die gekochte Vorderkeule nehmen und einen ungesäuerten Kuchen aus dem Korb und einen ungesäuerten Fladen und soll es dem Nazirer auf die Hände legen, nachdem er sein geweihtes Haar abgeschoren hat. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich bitten, dass wir lernen, dass wir das, was wir dir versprechen, auch ganz und vollständig einhalten. Und dass wir verstehen, dass wir das nur tun können, wenn du uns dazu die Kraft und die Gnade schenkst und dass wir mit dir leben. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.